Ein Zug der Baureihe 611 auf der hinteren Höllentalbahn. Er ist auf dem Weg von Neustadt im Schwarzwald nach Ulm. Der erste größere Ort nach Neustadt ist Löffingen. Im Stundentakt halten hier die Züge. Die zweiteiligen Neigetechnikzüge der Baureihe 611 sind in den Jahren 1996 bis 97 entstanden. Größtenteils basieren sie auf ihrer Vorgängerin, der Baureihe 610. Neu ist die elektrische Steuerung der Neigetechnik statt hydraulisch beim 610. Doch die neuen Fahrzeuge bewähren sich nicht. Nicht endende Probleme mit der Neigetechnik und Anrissen in Fahrwerksteilen ließen einen Neigebetrieb jahrelang nicht zu. Erst Ende 2006 ging die aktive Wagenkastensteuerung nach und nach wieder in Betrieb. Heute sind alle 50 Doppeltriebwagen in Ulm beheimatet. Seit einiger Zeit gehört der Regionalexpressdienst über die hintere Höllentalbahn zu den Stammstrecken. Beliebtes Motiv ist die Löffinger Stadtkirche mit Einfahrtssignal und Steinbogenbrücke. Das elektrische Neigesystem ist eine Entwicklung von Attrans. Das Funktionsprinzip basiert auf der Kanonensteuerung des Panzers Leopard. Mit ihr wird während der Fahrt die Kanone im Ziel gehalten. Genau im Ziel hält auch der Regionalexpress in Röthenbach. Das Empfangsgebäude ist längst außer Betrieb und Röthenbach nur noch ein Haltepunkt. Die hintere Höllentalbahn hat viele landschaftliche Reize und etliche Kunstbauten. Dazu gehört auch die Gutachbrücke, die bei Kappel auf 141 Metern das Tal der Gutach überspannt. In Neustadt im Schwarzwald beginnt der Fahrdraht. Von hier aus kann man in den Schwarzwald und weiter über die Höllentalbahn nach Freiburg fahren. Für unseren 611 ist hier Endstation. Bereits 1998 stellte Attrans einen Nachfolger für die von Pleiten, Pech und Pannen verfolgten 611 vor, die Baureihe 612. Zwar gibt es auch bei dieser etliche Rückschläge, doch das Gesamtergebnis mit insgesamt 192 Doppeltriebwagen ist bis heute weitgehend zufriedenstellend.